Oh, it's another fine pickup, and Ruben. His shoe. I'm not really that surprised that he's defeated his trainer. A tennis shoe like that, that is incredible. Herzlich willkommen zurück zum Tennis Manager und es geht hier direkt weiter mit unserem Y2O und mit unserer Akademie von S oder S-Kicker Akademie. Wir sind mit Y2O hier vertreten und spielen gegen Markus Mulder und zwar in der ersten Runde von J4 Frederiksberg, GTL Boys 6 aus in Dänemark. So, und wir haben inzwischen einen. Ja, also ich habe ein bisschen Fehler gemacht und zwar wusste ich nicht ganz genau, wie ich das machen soll hier. Wechselsport. Ich habe ja die ganze Zeit versucht, einen Scout zu finden, aber einen Scout haben wir ja bereits und wir können keinen zweiten Scout einstellen derzeit. Und ich habe jetzt dann erst gecheckt, dass ich einen Analysten ja hier, den muss ich einstellen, weil ich den versehentlich entlassen habe. So, wollte ich ja nur mal mitteilen. Oh, wir haben hier aktuelle Monatsausgaben. Was, so viel? Was ist das denn? Na gut, wir werden mal sehen, was da so dazu kommt. Einige Sachen sind inzwischen fertig geworden. Und im nächsten Spiel spielen wir gegen diesen Mulder eben. Es wird ein einfaches Spiel, Y2O ist in besserer Form. Ja, dann schauen wir doch mal. Denkt dran, worum es in diesem Spiel geht. Es ist sehr wichtig, ein Fehler könnte schnell mal passieren. Dieses Match ist besonderes und du weißt auch, zeig mir, wie gut du Tennis spielen kannst. Er ist begeistert, okay? Dann starten wir doch mal das Match direkt. Und ich habe vergessen, jetzt die Taktik einzustellen, aber das sollte eigentlich einigermaßen passen. Intensitätsstufen, machen wir mal Rückschlag runter. Taktisches Gespräch, machen wir mal vielseitiges Spiel. Wie immer, ich sollte mal das hier abspeichern, dann muss ich das nicht immer wieder einstellen. Taktische Disziplin machen wir mal hier auf Mittel. Und er soll die Risiken beim Aufschlag vermeiden, hier aufs Netz gehen, das mache ich eigentlich in jedem Spiel so. genau, soll hier in der hohe Kraft verbrauchen beim Aufschlag, also versuchen möglichst gut anzukommen. Risiko könnte ich machen, wir machen mal Risiko hoch, wenn es in der Mitte ist, und ansonsten machen wir einigermaßen ausbalanciert. Ich denke mal, das wird schon passen. Gucken wir doch mal. 1:0 führen wir bereits. Okay, jetzt haben wir Chance auf den Break. Spulen mal schnell durch hier, Leute. 2:0. Und machen wir mal ein Gespräch am Ende des Satzes. Das 2:1. Jetzt steht es 2:2. Okay, super angefangen. Jetzt tut unser Y2O hier aber ordentlich nachlassen, scheinbar, wie es aussieht. Und die Chance auf den Break von dem Gegner jetzt. Dann würde der in Führung gehen und dann hätte er den Satz eventuell schon in der Tasche. Oh, hoffentlich kann das Y2O noch wieder gerade biegen. Und er ist aus, Mist. Und damit geht der Gegner auch schon gleich wahrscheinlich noch höher in Führung. Nee, unser Y2O hat sich ein bisschen zurückgekämpft. Jetzt hat er die Chance auf den Break. Und ich hoffe, er nutzt es auch. Sonst geht der erste Satz höchstwahrscheinlich verloren und er hat den Break geholt. Ja, wunderbar. Jetzt hat der Gegner aber wieder auf den Break. Die Chance auf den Break, meine ich. Eieiei. Okay. Sehr schön. Und zwei Asse hintereinander machen das wunderbar gut. Wir haben jetzt ausgeglichen und wir haben jetzt die Chance auszugleichen auf das 4:4. Y2O ist wieder da, oder? Oder? Ist die Frage jetzt. Ei, das war ein genialer Ball vom Gegner. Kann man nicht anders sagen. Hat uns voll ausgespielt. Ah, und Doppelfehler. Mist. So, jetzt haben wir wieder die Chance auf den Punkt. Sehr schön gespielt, mal Y2O. Komm schon. Ah, wunderbar. So, jetzt die weitere Chance. Endlich die Chance für uns in Führung zu gehen mit einem Break. Nachdem wir ja zuletzt wieder ausgeglichen haben. Und noch eine Chance.
eine Chance. Ach Mist, denn die Chance hat er leider nicht genutzt. Jetzt hat Markus Mulder die Chance, in Führung zu gehen. Gegen uns, gegen unseren Spieler. Mist, der war knapp aus. Mist, okay. Jetzt haben wir die Chance auszugleichen. Ich spule mal vor. 5:5 steht's. Jetzt haben wir die Chance auf das 6:5, Leute. Ah, Mist, haben wir leider nicht genutzt. Jetzt haben wir noch eine Chance auf den Breakball. Komm schon, weil du. Dann müsstest du nur noch deinen Aufschlag einen Punkt holen und dann hätten wir es. Dann hätten wir den ersten Satz. Ist wirklich sehr spannend hier und wir haben die erste Chance genutzt. Wunderbar, 6:5. Und jetzt hat aber der Gegner leider die Chance mit mehreren Breakbällen hier. Aber Waidu hat sich die zwei Punkte schon mal geholt. Ein Ass macht er, damit hat das wieder wettgemacht. Oh Mist, jetzt hat der Gegner auch wieder eine Breakchance. Komm schon, Waidu, das schaffst du. Ja! Ach Mist, der war aus. Shit, okay. Jetzt ist es wieder spannend im ersten Satz. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Ich habe ein gutes Gefühl. Mal schauen, ob das auch hoffentlich uns nicht drückt. Ich mache mal Intensitätsstufe Schlüsselpunkte wichtig. Hätte ich vielleicht schon länger machen sollen. Immerhin sind wir mit 1:1, 1:0 in Führung gegangen. Jetzt aber 1:1. Ich spule mal ein bisschen vor. 1:2, 1:3, 2:3, 3:3, 4:3, 5:3. Für Waidu. Jetzt haben wir 2 Punkte Führung, 6:3. Und damit haben wir mehrere Satzbälle. Der war nicht so gut. Der zweite Aufschlag. Und komm schon, mach den Satz. Ah, leider. Leider nicht. Mach den Satz dicht. Jetzt aber. Ach, auch nicht, Mann. Jetzt wird es aber langsam ärgerlich hier. Die ganze Zeit vergeigen wir die wichtigen Punkte. Ne? Jetzt auch schon wieder. Und jetzt steht es 6:6, Leute. Also spannender geht es ja kaum. 6:6 bei Punkten. Jetzt auch im letzten Satz. Im entscheidenden. Immerhin führen wir jetzt mit 7:6. Wenn jetzt Waidu den macht, dann haben wir den ersten Satz gewonnen. Jawohl. Okay, das war spannend. 47 Punkte gewinnen. 3% Effizienz. Wenn Waidu in der Verteidigung in die Enge getrieben wird, schafft er es nicht, sich darauf zu befreien. Man darf so in der Defensive gedeckt werden. Oder muss man seine Strategie ändern und auf defensive Schläge setzen. Ja, was auch immer. Bleib cool, du liegst vorne und dominierst das Match. Wir haben ein bisschen entspannt dadurch. Und der Gegner hat wesentlich weniger Energie gehabt. Jetzt hat er irgendwie auf einmal so einen Sprung gekriegt, vielleicht nach der Pause. Wir spulen mal vor, Leute. Markus Mulder hat 3 Big Bälle direkt im ersten Satz. Waidu hat die ersten 2 abgewehrt und ist sogar in Führung. Jetzt hat wieder eine Breakball-Chance. Waidu wieder in Möglichkeit auf den ersten Punkt und noch einmal. Und jetzt hat er den ersten Punkt geholt immerhin. Und er hat 2 Chance auf Breakbälle jetzt hier. Ganz wichtiger Punkt wäre das, wenn er drin wäre. Der ist drin. 2:0 Führung für Waidu. Jetzt hat er die Chance auf das 3:0, hat er auch geholt. Okay, 3:1. 4:1. 5:1, Leute. 6:1. Waidu hat das Spiel gewonnen. Ja, wunderbar. Und da kommen wir jetzt zum Gespräch. Und wir sagen ihm, gut gemacht, konzentrieren wir uns jetzt auf den nächsten Schritt. Morgen ist ein weiterer Tag. Er ist jetzt sehr motiviert. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mal weiterkommen. Wir haben ja bereits einmal die zweite Runde geschafft. Ich habe während des Trainings bemerkt, dass sie manchmal die Klarheit mangelt, nicht ausreichend an die Position des Gegners anpasst. Ich schlage vor, sie in kommenden Bewegungsanalyse sollte ich planen. Alles klar. Danke für den Tipp. Wir spielen jetzt gegen Leo Raquile. Sogar hinter uns in der Tabelle oder in der Weltrangliste. Es wird ein ausgewogenes Spiel, aber die Wettermeter sehen Waidu als Außenseiter. Was? Setzt auf eine hohe Rückschlagintensität. Immer diese hohe Rückschlagintensität, ne? Er ist der bessere Spieler. Also wir sind die bessere Spieler, scheint. Aber sei vorsichtig, er ist ein starker Gegner. Du weißt, dass ich an dich glaube, enttäusche mich nicht. Waidu hat genau zugehört. So. Dann hoffe ich, dass er wirklich dann auch das umsetzt. Was wir von ihm erwarten hier. Machen wir Intensitätsstufe. Schlüsselpunkte machen wir vielleicht mal hoch.
Machen wir direkt mal einen Aufschlag auch hoch. Und hier machen wir ein Gespräch und eine Pause. Und jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Wir machen mal vielseitiges Spiel. Aufschlag, das muss ich mal abspeichern. Und zwar jetzt gleich, bevor ich es wieder vergesse. Wir machen hoch und dann hier machen wir niedrig. Hier machen wir das Netz gehen, dann machen wir hoch. Niedrig, hoch. Wobei hier machen wir hohes Risiko beim ersten Aufschlag. Und beim Vorteil machen wir ähnlich. So. Niedrig ans Netz gehen, genau, da machen wir Risiko hoch beim mittleren Aufschlägen und hier machen wir niedrig und ich werde mal, was ist denn Schlüssel exportieren, eine Schlüssel, was ist denn eine Schlüssel, Datei exportieren, Taktik schreibe ich mal hin, Taktik, speichern, was ist der Schlüssel eigentlich, Spielplan auf Schlüssel exportieren, keine Ahnung, was das für ein Schlüssel ist, bleibt um das auf YouTube, auf Steam zu veröffentlichen, meine ich. Immerhin ist Weito mit 1-0 Führung gegangen. Und er hat die Chance jetzt auf einen Break. Eine weitere Chance. Er führt jetzt 2-0 bereits. 3-0. Ich glaube, ich mache die Intensitätsstufe bei Rückschlag sollten wir so lassen. Vielleicht bei Aufschlag ein bisschen runter. Er hat ordentlich Energie, unser Weito noch. Jetzt steht 3-1. Okay. 4-1. 4-2. Und jetzt soll er sich mal den Punkt holen hier. 5-2, wunderbar. Wir haben jetzt eventuell die Chance. Jetzt haben wir die Chance auf einen Satzball. Also wir haben zwei Satzbälle, sagen wir es mal so. Wir hatten nicht die Chance, wir haben die Chance, einen Satz zu gewinnen. Das meine ich. Okay, die erste Chance ist vergeigt. Der war aber drin. Der erste Satz gehört uns. Da sagen wir mal irgendwas Nettes. Ich will etwas auf Zeit, erhol dich und bring in Osten Konzept. Er hat positiv reagiert. Okay. Ich werde nochmal gratulieren. Das, da gibt es keine Reaktion. Okay, vielleicht ist die, der Zeitintervall auch zu kurz. So, jetzt hat er die Chance auf den ersten Punkt. Wir haben Breakchance und wir haben es geholt, Leute. 1-0 gehen wir in Führung, wunderbar. Da steht es bereits 2-0, 2-1, 3-1. Und jetzt haben wir die Chance auf das 4-1 erneut. Wieder die Chance für den Gegner. Jetzt haben wir wieder die Chance, das wechselt hin und her. Und der Gegner hat scheinbar den Punkt geholt. So, jetzt aber. Jetzt holt ihr den Punkt weit, du Mann. 4-2. Jawohl, 4-2. Jetzt hat er die Chance. 5-2 steht es. Und er hat jetzt einen Matchball. Der erste ist schief gegangen. Jawohl, wir haben es erneut geschafft, in das dritte Spiel vorzudringen. Wir sprechen noch mal kurz. Ich warte auf den Platz auf die Zeit für ein paar Rückhandübungen. Nein, war nur Spaß, ruh dich aus. Oh, das hat ihn ein bisschen entspannt. Okay, nicht schlecht. So, wir haben jetzt den Freitag und wir können. Wir spielen gegen Lucas Marionu, wie auch immer. Und der, es wird ein ausgewogenes Spiel. Weito ist bessere Verfassung, das kann den Unterschied machen. Setze auf eine hohe Rückschlagintensität und so weiter und so fort. Wir machen mal die Strategie. Verteidigung, Angriffsbalance, taktische Disziplin, Rückschlag machen wir mal. Schlüsselpunkte mache ich mal auch hoch. Mach alles mal hoch hier. So, und hier. Achso, Moment, ich will vielseitig spielen. Taktische Disziplin ist doch wichtig und können wir hier denn unser Dings nicht importieren, unser, wir machen das dann mal hier, vielleicht merkt er sich das da hier auf diesem Bildschirm tatsächlich, hier machen wir hoch, an das Netz gehen, hier niedrig, hoch, vielleicht merkt er sich das ja für das nächste Spiel, ich weiß es nicht, so viel Erfahrung habe ich in dem Spiel noch nicht gemacht, ne, und dann schauen wir mal. Umkleidekabine betreten. Wir haben die bestmögliche Taktik ausgewählt. Jetzt liegt alles in deinen Händen. Er ist zuversichtlich. Dann starten wir das Match. Und schauen wir mal, ob wir mal weiterkommen würden als in das dritte Spiel. Und ich spule mal direkt mal rein, Leute. Weito hat die Chance auf seinen ersten Punkt. Hat aber nicht geholt. Jetzt hat er weitere Chance. Ja, 1-0 für Weito. Sehr schön. Und 2-0 bereits. So. Wie schaut es denn hier aus? Und 3-0 führen wir sogar. Sehr schön, Weito. 4-0. 4-1. 5-1.
Und okay, jetzt hat er sich den Punkt leider geholt, der Gegner, aber jetzt hat er weit durch die Chance auf seinen Satz. Komm, hol dir den ersten Satz und damit haben wir den ersten Satz geholt. Wunderbar, sehr schön, so kann es gehen. Und, oh, ich habe jetzt vergessen, das Gespräch einzuschalten, aber ich hoffe, es gibt keinen dritten Satz. So, Waituo hat jetzt hier zwei Breakbälle und hat sich geholt und er führt mit 2:0 bereits. 3:0, 4:0, 4:1, 5:1 und ich gratuliere ihm mal. Bringt leider nichts. So, jetzt haben wir einen Matchball, Leute. Das wäre natürlich wunderbar, wenn wir das erste Mal weiterkommen würden. Und wir sind weitergekommen. Ein Rekord für unseren Spieler Y2O. So, und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns direkt mal das nächste Spiel auch an. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Gut gemacht, konzentrieren wir zum nächsten Schritt. Du hast das Spiel gewonnen. Ich habe besseres Tennis erwartet. Nein, du kannst jetzt eine Massage gönnen und dich ausruhen. Er ist entspannt, sehr schön. So, und wir spielen das erste Mal an einem Samstag, Leute. Wir haben die Geschäfte abgeschlossen. Okay. Was gibt's hier? Beobachtungsgerät. Ah, Beobachtungsgerät ist ganz wichtig. Dann gucken wir mal direkt mal rein. In die Akademie. Infrastruktur. Jugend- und Scouting-Zentrum. Sehr schön. Und können wir jetzt tatsächlich einen weiteren Scout einstellen? Ja, können wir. Okay, das wollte ich unbedingt, damit wir die Spielerinnen, die wir scouten, schneller machen können. Scout ist eingestellt. Erfahrungsstufe machen wir mal. Versuchen wir mal eine 3. Die Belen Herrera, redet die mit uns? Ja, die redet mit uns sogar. Hätte gerne einen Vertrag über 2 Saisons. Machen wir mal 1 und dann sehen wir weiter. Hier sind die finanziellen Bedingungen. Kriegst du ein bisschen mehr Handgeld und ein bisschen weniger Monatsgehalt. Nicht genau das, aber sie werden es akzeptieren. Ja, schauen wir mal, ob die zu uns kommt. Das wäre sehr schön. Da hätten wir nämlich einen weiteren Scout. Und wir spielen im Halbfinale gegen Leon Zaorski. Platz 276. So, machen wir das Briefing. Jetzt wollte ich mal schauen. Ah, die strategischen Anpassungen. Nee, wartet mal kurz. Ich wollte vielseitiges Spiel wieder. Scheinbar ist das grün hier. Das heißt, es ist ganz gut auf uns, für uns geeignet, glaube ich. Aber das muss man scheinbar jedes Mal neu einstellen hier. Okay, schade. Ich habe gehofft, dass man das auch hier abspeichern kann irgendwo. Vielleicht kann man das ja auch, ich weiß es nicht. So, wir wollen hier noch die das Risiko auf niedrig stellen. Und bei Vorteil machen wir es ähnlich. Niedrig, hier ans Netz gehen. Hoch, niedrig, niedrig, hoch. Und dann schauen wir mal. Denkt dran, worum es in diesem Spiel geht, das ist sehr wichtig und Fehler können schnell mal passieren. Oh, er ist beunruhigt, das war jetzt nicht so gut für die Entspannung scheinbar. Na super, in diesem wichtigen Spiel haben wir ihn auch noch beunruhigt, unseren Spieler. Na schade. Taktische Disziplin wollte ich mal auf Mittel machen, genau. Intensitätsstufen lassen wir mal so, wir haben mehr Energie als der Gegner. Und in der Halbzeit wollen wir mit ihm sprechen, dann schauen wir mal. Die Chance auf den ersten Punkt für uns und 1:0 gehen wir in Führung. Wunderbar. Jetzt steht es 1:1. 1:2. Ach, der Gegner hat den Break geholt. Mist, schade. 1:4. Und 1:5. Okay, wir werden den ersten Satz verlieren, wie es aussieht. Ja, den ersten Satz haben wir verloren. 79 Punkte mit dem ersten Aufschlag gewonnen, 17% Punktgewinn. Okay, 10 erzwungene Fehler. Hat jedes Mal, wenn der Gegner angreift, Probleme. Er muss die Kontrolle über das Match zurückgewinnen. Hör auf, ihm Punkte zu schenken. Okay, jetzt ist er beunruhigt, aber Entspannung ist ein bisschen höher gestiegen. Ich würde mal sagen, wir machen bei Rückschlag hier ein bisschen höher. Eine Intensitätsstufe, schauen wir mal, ob das was bringt. 1:0 führen wir immerhin. Und wir haben die Chance auf den Break, Leute. 2:0. Und 3:0 führen wir. Wunderbar. Und 4:1. Der zweite Satz läuft wesentlich besser. Und die Chance auf das 5:2. Jawohl. 5:3, Leute. Und wir haben den zweiten Satz geholt. Sehr schön. Ich habe vergessen, mit ihm zu sprechen.
Machen wir mal ein bisschen gratulieren. Hat nichts gebracht scheinbar. Wir haben die Chance auf das auf den ersten Punkt und den haben wir geholt im dritten Satz. Und wie schaut es hier aus? Kommt schon. Das 2:0 haben wir auch geholt. Super. Wir haben Break. Ne, jetzt haben wir die Chance auf den Break. Wenn es gut läuft. Ne, haben wir nicht gekriegt. Aber immerhin 3:1, Leute. Und wir haben die Chance auf das 4:1. Ach Mist. Jetzt steht 3:2, schade. Komm schon, Waito. 4:2, jawohl. Okay, 4:3. Mist, jetzt hat der Gegner die Chance, einen Break zu holen und damit zu verkürzen auf 4:4. Das hat er leider auch gemacht. Jetzt geht der Gegner in Führung auch noch. 5:5, oh mein Gott. Das ist ja ein Schlagabtausch hier. Und der Gegner führt mit 6:5. Jetzt haben wir aber die Chance, das 6:6 zu machen. Haben wir auch geholt. Jetzt schauen wir mal hier die letzten Ballwechsel an. Spannender geht's kaum. 6:6. 1:0 gehen wir in Führung. Wir beschleunigen mal ein bisschen. 2:0, 3:0, 3:1, 4:1, 4:2, 5:2, Leute. Jetzt schauen wir mal live zu, wie es hier ausgeht. Ich würde mal sagen, machen wir hier in dieser Top-Perspektive. Nee, machen wir in dieser Kameraperspektive hier. 5:4, direkt hinter Waito. Komm, mach mal deinen Ball hier. Sehr schön. 6:4, Matchball. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind im Finale. Das erste Mal. Das erste Mal sind wir im Finale. Wow, wunderbar. Jetzt kann er sich wirklich darüber freuen. Und wir machen mal ein Gespräch. Und tolles Match. Du hast ja eine Erholungsphase verdient. Er hat dafür positiv reagiert. Und wir sind in der Pressekonferenz. Der Weg bis ins Finale war für Waito YouTube ungewöhnlich schnell. Denken Sie, dass dies den Unterschied ausmachen wird, um diesen Titel zu erlangen? Das ist nicht zu leugnen. Waito steht weit über seinen Gegner. Das ist ehrlich gesagt nicht wichtig. Ziel war, den Ballwechsel zu verkürzen, um Kraft zu sparen. Wir konnten heute feststellen, dass es funktioniert hat. Machen wir das mal. Wie fühlt sich Waito YouTube nach dieser überraschenden Qualifikation für das Finale? Natürlich freut sich Waito, aber übertreibt es mit der Aufregung nicht. Er hat schon einmal in ein Finale geschafft. Okay, das stimmt doch gar nicht. Er fand, dass es absolut verdient hat. Behalten Sie ihn im Auge, da könnte noch mehr kommen. Er war zufrieden mit seiner Leistung, das war das Ziel, das er sich gesetzt hat, auch wenn es andere für, anderes für unerreichbar gehalten hatten. Ja, machen wir das mal. Glauben Sie, dass Waito YouTube mit dem einen Titelgewinn erneut überraschen könnte? Ja, klar. Er geht in Topform im Spiel, mit ein bisschen Glück ist alles möglich. Ich bin zuversichtlich, Waito ist diese Woche zum allergrößten berufen. Jawohl. Dies ist eine der besten Leistungen der Saison. Was würden Sie weiter YouTube gerne sagen? Es ist tatsächlich die allerbeste Leistung in dieser Saison, muss man sagen. Ein Sieg im Finale wird ein großer Erfolg für Waito. Er hat sich in letzter Zeit fantastisch geschlagen. Machen wir mal und dann gucken wir mal das Finale an, Leute. Und zwar in der nächsten Folge. Ist ein bisschen spannend jetzt, aber das wäre sonst würde die Folge zu lange gehen. Wir spielen gegen unseren... Oh mein Gott. Wir spielen gegen unseren Nemesis Sebastian Sorger. Oh mein Gott, Leute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao. Not the kind of tennis Graf likes, this conversational baseline tennis, but it produced something she could attack.